Wir sind Storytel und wir haben eine neue Plattform für multimediale Live-Ticker entwickelt. Paul und ich haben uns im Fotostudium kennengelernt. Wir beide haben auch einen Hintergrund als Designer und Informatiker. Wir wollen mit unserem Live-Ticker-Format gerade verschiedene Blickwinkel zusammenbringen. Dafür nutzen wir Tweets, Twitter-Videos, YouTube-Videos, Texte und Bilder. Mit unserer Technik, die wir hier sehen, haben wir das ermöglicht, was wir bis jetzt auf dem Markt vermisst haben. Oliver hat es ja bereits erwähnt, wir haben zusammen Fotografie studiert und für uns war klar nach dem Fotostudium, wir wollen beide den Fotojournalismusmarkt und der Markt ist ja sehr schwierig. Wir haben uns anderthalb Jahre durchgehangelt mit verschiedenen Jobs, auch Jobs, die überhaupt nichts mehr mit dem Journalismus zu tun haben und dann haben wir uns überlegt, okay, wie können wir es denn schaffen, diesen Markt Fuß zu fassen und haben uns gedacht, okay, wir brauchen was, was uns absetzt von anderen. Und dann kam der Gedanke, ja, wir können doch die Bilder, die wir machen, von Ereignissen live in die Redaktion übertragen. Dann haben wir ein bisschen weitergedacht und dachten, na gut, wenn wir die schon quasi auf dem Internetserver haben, könnten wir doch nicht nur die Bilder übertragen, sondern wir können die doch gleich schon beschriftet direkt zu einem kleinen fertigen Mini-Bild-Live-Ticker zusammenfügen. Das war unser erster Gedanke. Wir haben das dann entwickelt, haben das anderen Fotografen gezeigt und ist auf ziemlich viel Gegenliebe gestoßen. Und so haben wir uns dann gedacht, okay, cool, das wäre doch super, wenn wir daraus ein bisschen Produkt entwickeln, das wir verkaufen, als kleines Geschäft nebenher laufen lassen können. Wir sind als Trashic-Sender gegangen. Wir wussten noch, das Trashic-Sender, das fördert Gründungen, das fördert genau solche Projekte und haben dann in der Zeit, wo wir gefördert wurden, am Anfang uns überlegt, ja, wie können wir das denn größer machen? Und haben gemerkt, okay, da gibt es einen immensen Markt. Wir können wirklich diesen Live-Ticker-Markt aufrollen damit. Wir haben ein neues Format. Und so kam es dann, dass wir jetzt wirklich eine dreiteilige Softwarelösung haben. Einerseits mit einer App, die eine Smartphone-App, wo man das Smartphone an die Kamera anschließt, dann werden alle Bilder übertragen. Dann haben wir ein Redaktionssystem, wo diese Bilder reinkommen, wo man die Bilder zusammenschieben kann, bearbeiten kann, mit Texten arrangieren kann. Und dann haben wir eine Möglichkeit, wie das große Nachrichtenportale wirklich ausspielen können auf ihren Webseiten, dass es aussieht, als wäre das direkt quasi in ihrem System, dass das Ganze auch sehr stabil läuft. Seit anderthalb Jahren sind wir auf dieser Reise und ich würde sagen, wir sind inzwischen ein ziemliches Startup geworden, haben drei Werkstudenten und arbeiten jeden Tag daran, dass aus diesem Projekt immer mehr eine richtig große Firma wird. Wir wollen mit unseren Live-Tickern schaffen, dass Menschen hautnah am Geschehen sind, dass sie gerade in dem Moment, wo es passiert, es auch sehen können, live, im Internet, auf allen ihren Geräten. Und das wäre natürlich eine Art, die uns jetzt fehlt und die wir jetzt uns gerne vorstellen, dass so das Internet so die heutige Zeit ist. Gleichzeitig wollen wir natürlich auch die Firma Storytel vorantreiben. Unser Ziel ist es, dass wir in 5 Jahren den Live-Ticker-Markt aufgerollt haben und tatsächlich die dominierende Firma sind für Live-Ticker. Der Markt ist sehr, sehr groß, es gibt weltweit sehr viele Nachrichten. Da wollen wir Fuß fassen.